Vielleicht gibt es da ja eine Einsicht oder es ist einfach irgendwie möglich, weil wir wollen eigentlich nur fahren. Hakuna Matata. Unser Lenkrad von unserem Bolle. Ihr habt ja die Videos zu der Test- und Einschifffahrt gesehen. Ich hoffe, euch haben die gefallen. Und wir haben ja den Plan, den Grundplan gehabt. Wir fahren zu VLN 2, freitags den ganzen Tag Nordschleife, um also die VLN-Variante zu fahren. Nochmal für die, die es nicht in den anderen Videos mitbekommen haben. Wir sind ja Nissan Support Team. Und an den gleichen Veranstaltungen, wo dieser Nissan GT-R läuft, dürfen wir halt nicht fahren, beziehungsweise personell sind halt im Nissan-Projekt und dadurch können wir natürlich dann nicht mit dem Lambo fahren. Daher hatten wir gesagt, um das alles zu entschleunigen, wir machen Tests und fahren das allererste Mal nach dem 24-Stunden-Rennen, weil dann endet das Nissan-Projekt für uns dieses Jahr, fahren VLN 4. Und genau nach VLN 3 gab es zwei Testtage, die wollten wir mit dem Lambo fahren. Jetzt kann es sein, das ist eine Chance von 50-50, dass wir diese zwei Testtage nicht mit dem Lambo machen können, weil wir mit dem Nissan diese machen müssen. Das entscheidet sich aber erst zu VLN 3, je nachdem, wie weit wir da gekommen sind von den ganzen Sachen, die wir da abarbeiten wollen. Jetzt haben wir uns gestern überlegt, was machen wir denn? Die Zeit haben wir nicht, um dann irgendwie VLN 4, 5, 6 uns dann noch schwer so grundsätzliche Basissachen zu erarbeiten, aber ich musste jetzt abwägen und wir haben gesagt, okay, wir fahren nicht nur den Freitagstest, sondern, so Gott will, auch das komplette VLN 2 Rennen. Jetzt nicht, um da irgendwelche Positionen zu erreichen, sondern einfach, um Meter zu machen und Kilometer zu sammeln und hoffen, dass eigentlich alles reibungslos läuft. Wir hätten das Auto eh fertig haben müssen, weil wir gesagt, freitags das Training fahren wollten, aber es wird halt einen Renneinsatz geben. Was haben wir gemacht bis jetzt? Ich laufe ja so alle paar Stunden mal hier rüber und gucke mir an, was die Jungs hier so machen. Ihr habt die Bremse kontrolliert, komplett ja, wieder. Standard Service. Standard Service. Öl, Wasser, Flüssigkeiten, nein. Also wirklich alles mal kontrolliert, Bremse zerlegt. Ihr seht, die Unterböden sind ab. Da wollten wir auch noch ein bisschen wenigstens. Man darf ja nichts machen, das ist ja ein homologiertes Auto, aber man kann natürlich sehen, dass das Auto perfekt, dass der Unterboden perfekt unterm Auto sitzt. Fahr weg, ne? Weil wir hatten ein Problem, das ist ja ein Prototyp von KW. Wir hatten das Problem, dass wir nicht genügend Ausfederweg hatten, weil unser Gehäuse an den Querlenker kam. Die Länge ist halt fest vorgegeben und beim Prototypen war das Gehäuse einfach zu weit unten gesetzt und dadurch hatten wir, wenn das ausfedern wollte, kam er gegen den Querlenker. Wir haben das direkt nach den Test- und Einschifffahrten weggeschickt. Wir haben den Dämpfer halt so angepasst, dass das Gehäuse versetzt worden ist. So haben wir jetzt den Ausfederweg, den du auf der Nordschleife auch brauchst. Sonst ist eigentlich wirklich nur Service passiert, ein bisschen schick. Ah, Auspuffanlage ist so ein Capristo. Wir waren ja 1 dB zu laut. 131 dB statt 130. Baut uns Capristo Exhaust jetzt nochmal diese Anlage, die mega gut ist. Also die ist sehr leicht. Und man versucht ja eh bei so einem Fahrzeug, was sehr, sehr schwer auf der Hinterachse ist und das maximale Gewicht eh irgendwie nach vorne kommen muss. Ist natürlich schön, wenn wir hier 10 Kilo weniger Auspuffanlage haben. Da wird jetzt einfach die Originalanlage. Wissen wir, wann die kommt? Dienstag. Ich habe eben noch mit dem nächste Woche Dienstag. Ja. Okay, also Dienstag vor Rennwoche oder in der Rennwoche Dienstag. Da planen wir eigentlich auch noch auf den Prüfstand zu gehen. Ne? Wir waren ja noch nie auf dem Prüfstand mit dem Auto. Wir können eh nichts dran ändern, aber wir würden gerne mal wissen, wo wir stehen. Wir haben die passenden Restriktoren, wenn sie uns die jetzt nicht schon wieder ändern. Das steht eigentlich noch auf dem Plan. Und wir werden noch ein paar Aufkleber draufkleben. Weil wir natürlich jetzt gesagt haben, wir fahren jetzt das erste Rennen. Das hier, was dieses Design, ist ja nicht unser eigentliches Renndesign, weil wir gesagt haben, oh, wir sind ja noch mit ein paar Sponsoren im Gespräch und bis VLN 4 ist ja noch genug Zeit. Und wenn wir das Auto jetzt von vornherein im fertigen Design foliert hätten und es kommt irgendwann noch jemand, mit dem wir eh im Gespräch sind und sagt, ach, weißt du was, ich habe doch Bock, ich möchte noch ein bisschen was machen, dann müssten wir wieder umfolieren. Aber die Sponsoren, die wir jetzt fix haben, kommen jetzt auch noch aufs Auto drauf, aber nur als Aufkleber. Habe ich irgendwas vergessen, was aktuell... Nee, ne? Sagt keiner was.
Wir reden nochmal, immer singen hier. Normal läuft die Helene Fischer und wie heißt euer Radiosender, den ihr hört? Radio. Darf ich das überhaupt sagen? Können wir wegpiepsen. Okay, aber der läuft hier auf jeden Fall, der Radio Piep. Ich denke, wir kommen dazu, wenn ihr nochmal am Vermessen seid, ne? Am Donnerstag. Ich hoffe, es wird diesmal nicht so ein Krankheitsstress-End-Problematik wie es das letzte Mal war. Aber die Jungs sehen eigentlich relativ fit aus. Die Tage sind aktuell auch nicht so lang, oder? Flo? Nein, gar nicht. Hier. Obwohl, er war am Wochenende, war feiern, ne? Habe ich gesehen. In diversen Social-Media-Kanälen habe ich gesehen, dass hier, er war feiern. Dennis war angeln, das ist ein ganz braver. Angeln, oder? Das wollte ich jetzt eigentlich nur hier so, guter Mechaniker, böser Mechaniker. Okay, ja. Also, wir sehen uns Donnerstag. Wir müssen was richtigstellen. Eigentlich wollten wir uns erst am Donnerstag sehen. Aber der Dennis hat sich gerade so tierisch drüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, er wäre angeln gewesen am Wochenende. Dennis, wiederhol doch nochmal. Was hast du am Wochenende gemacht? Ich trainiere meine Wochenenden auf einer Crossstrecke und fahre Motorrad. Und was ist das? Ein? Hobby. Ach, gerade war das aber noch was anderes. Sehr magnetisch, sagt er. Also, nichts mit Angeln, das ist ein richtig harter Junge. So, bis Donnerstag. Champagner. Bitte wer? Champagner. Champagner läuft. Was ist denn heute? Vierte? Fünfte? Irgendwie sowas, ne? Vierte. So. Und zwar, der Dennis ist ja heute extra da, unser Fahrzeugingenieur. Wir müssen ja als SP9 GT3 Auto ein sogenanntes Anti-Lift-System verbauen. Das ist nur für die Nordschleife erforderlich, in keiner anderen Rennserie. Und das hier, sind wir gerade dran, vorher, wird halt am Dämpfer verbaut, beziehungsweise hinter die Feder vom Dämpfer. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Auf jeden Fall sitzt das so im Dämpfer dann drin, ne? Und dieses System schafft halt, wenn das Auto merkt, es federt zu sehr aus auf der Vorderachse, das Problem kommt. Es ist ja vor, wann ist denn das? 2015 gewesen, ne? Wann ist der Nissan abgeflogen damals auf Flugplatz? 14, 15 ist der Nissan GT-R. Über den Flugplatz hat sich überschlagen. Leider auch jemand dabei gestorben, weil das Auto halt vorne abgehoben hat. Und das darf jetzt nicht mehr passieren, ist klar. Sobald dieses System hier, das Anti-Lift merkt, das Auto wird vorne leicht und könnte abheben, weil die Feder ausfedert, nimmt er die Leistung automatisch weg. Und das muss halt sicherheitsmäßig verbaut werden. Okay, ich guck mal, wie das heute Nachmittag, späten Nachmittag aussieht. Wir haben ja jetzt gerade mal erst 11:30, Jungs. Wir haben ja erst mal 11:30. So, ich tu noch mal da drüben ein bisschen was und die Jungs grundsätzlich. So, wir haben jetzt, wie lange haben wir? 3 Stunden später, ne? Wann war es letztes Mal hier? Vor 3 Stunden ungefähr, ne? Ja. Kein Zeitgefühl mehr, okay. Was hat sich geändert, Kevin? Ich war beim Friseur. Genau. Hä? Sieht man doch wohl bitte, oder? Mit Kopfmassage. So, brutal, oder? Hammer. Hier unser Anti-Lift-Sensorik, ja? Das Ding passt. Das misst jetzt, wie ist die Neigung und wie ist die Ausfederung. Und wenn wir zu stark vorne den hier machen, dann geht direkt zum Motor, Bob Mapping, und dann kommt keine Leistung mehr, nimmt das Ding kein Gas mehr an. Aber ich glaube mittlerweile am neuen Flugplatz dürfte das gar nicht mehr passieren. Glaube ich gar nicht, ne? Und sonst? Weniger. Ja, aber ich glaube, das ist fast unmöglich. Wir waren ja 1 dB zu laut, habe ich erzählt. Kommen wir mal kurz mit. Die Auspuffanlage wurde jetzt umgeändert schon, mit einem größeren Dämpfer noch. Das müsste eigentlich den dB gekillt haben, sag ich mal. Aber wenn wir jetzt mal so richtig Feuer geben können, weil es wärmer ist und wir nicht im Regen da so ein bisschen rumtanzen und es wird alles heißer, dann wird es vielleicht auch nochmal einen Ticken lauter. Hoffen wir eigentlich, dass wir 2 bis 3 dB leiser sind. Und sollten wir das nicht sein, haben wir uns so schöne dB-Eater vorbereitet. Das hat der Mann so gemacht, ne? Das ist auch erlaubt, obwohl es nicht homologiert ist, ist es erlaubt auf der Nordschleife. Ja, die kommen dann hier rein, mache ich jetzt nicht, aber die kommen dann hier einmal rein, bis zum Ende werden verschraubt. Und die killen auf jeden Fall nochmal 3, 4 dB, aber auch normalerweise Leistung. Aber alle Audis fahren so, ne? R8s und so fahren so, ne? R8s fahren so. Kann man auch dann bei Audi kaufen, bei Lambo nicht. Morgen wird ja nicht mehr viel passieren. Wir müssen noch einen Memotech-Logger einbauen, sprich, also das Auto wird ja überwacht von den Organisatoren die ganze Zeit und bei einem offiziellen Rennen kriegst du natürlich vorgeschrieben, was du alles zu überwachen hast, und wir müssen noch einen Drucksensor im Ansaugbereich positionieren. Da ist das auch schon vorbereitet, sehe ich, ne? Kannst du mal zeigen. Hier kommt noch ein Sensor rein.
Der zeichnet dann den Unterdruck auf. Wie viel Unterdruck herrscht hier, damit die das vergleichen können zu dem anderen Lambo oder auch zu den R8 und was auch immer. Da gibt es Vorgaben. Und wir haben so einen Sensor eigentlich aus dem Renault, aber den haben wir im Nissan. Und den jetzt wieder auszubauen und sowas, den haben wir jetzt. Der kommt hoffentlich auch morgen. Der wird hier noch eingebaut und dann Montag wird da auf jeden Fall kommen noch die Aufkleber von ein paar Partnern mit drauf. Und dann warten wir noch auf Dreisatzfelgen. Die sollten aber auch just in time morgen oder Montag kommen. Dann haben wir nämlich alle Satz, die wir brauchen. Und dann sollte es doch eigentlich, auch wenn ich es nicht beschwören möchte, es ist doch eigentlich ganz okay alles. Ne? Ist doch alles entspannt und fertig. Und selbst wenn wir den Prüfstand nicht machen, das sage ich jetzt schon mal vorweg, ist es nicht schlimm. 99,999% anderer Motorsportteams, Rennteams, waren noch nie mit solchen Autos auf dem Prüfstand, weil die gar nicht die Möglichkeiten vernünftig haben. Wir wollen einfach nur mal gucken. Was ist mit der Auspuffanlage gegenüber einem Restriktor, ohne Restriktor, mit einem größeren Restriktor, mit der Originalauspuffanlage? Das ist einfach nur für uns intern, aber das, wir haben eh keine Handhabe. Das, was er an Leistung hat er. Ändern dürfen wir, können wir eh nicht. Das ist einfach nur für uns so eine Sache, die würden wir gerne nochmal machen, aber sonst sind wir dann auch eigentlich ready. Ne? Habe ich irgendwie da was vergessen? Ich finde die Lampe extrem gut hier. Die ist echt klasse. Voll hell auch. Ich leite jetzt schon mal in dem Video das Wochenende ein, ne? Kann ich ja. Natürlich. Schön, also bis Montag. Montag! Willkommen, Freunde! Heute ist der 8.4., glaube ich, ne? Ja. Also Montag vom Rennwochenende. In 4 Tagen wollen wir hoch zum Ring. Aber macht man da ein Problem draus oder macht man da kein Problem draus? Ich will ja gar nicht zu lange ausholen, aber letzte Woche Freitag ist die neue BOP, also Balance of Performance, rausgekommen. Sprich, diese ganzen GT3-Autos in der VLN haben ja unterschiedliche Einstufungen, sprich Gewicht, Leistung. Was wir hier sehen, ist ein Restriktor, der die Luftmenge begrenzt in der Ansaugung. Mit diesen Faktoren werden die Autos mehr oder weniger gleicher gemacht, sodass eigentlich jedes Fabrikat gewinnen könnte in der Theorie. Jetzt gab es da ja im Vorfeld rund um der VLN und im 24-Stunden-Rennen schon ganz, ganz viele böse und negative Stimmen von Teams, Privatteams, die einfach sagen, mit einem GT3-Auto oben auf der Nordschleife in der VLN zu fahren, macht einfach keinen Spaß mehr, weil einfach es nicht kundenfreundlich ist. Und es gibt ein großes Team, was nach Jahren aufgehört hat in der VLN, genau aus diesem Grund, kurzfristig, sind jetzt in eine andere Serie gewechselt. Aber das ist ein anderes Thema. Da wir ein GT3-Auto besitzen, muss auch alles homologiert sein, sprich, es muss von dem Hersteller kommen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ach cool, mir gefällt der Restriktor, ich mache mir den eigenen, sondern das ist festgelegt. Man kann es nur homologiert, also es muss freigegeben sein vom Hersteller oder du musst es halt auch beim Hersteller kaufen. Es kommt eine neue BOP raus, alle GT3-Autos wurden eigentlich fast schwerer gemacht. Wir sollen jetzt 1305 Kilo fahren, also 15 Kilo mehr, alles kein Problem. Aber dürfen statt einem 37er Restriktor einen 37,5 mm Restriktor fahren. Den gibt es gar nicht bei Lamborghini. Das Problem ist jetzt einfach nur, wir würden gerne VLN 2 fahren. Wir machen uns da ja auch gar keine Hoffnung, wir wollen einfach nur Meter machen. Wir wollen zwar Rennen fahren, aber wir wollen im Endeffekt in erster Linie Daten sammeln und uns an das Auto gewöhnen und. Nur wir haben jetzt ein Problem, weil aktuell, Stand heute, Montag, ich habe einen 37er und einen 38er Restriktor hier, die auch nicht gerade günstig sind, weil die gibt es bei Lamborghini, aber kein 37,5er. Jetzt habe ich heute Morgen eine E-Mail geschrieben an den DMSB, gesagt, hier, es gibt keinen 37,5er Restriktor, habe mich auch schon mit der Firma Konrad Motorsport, mit Franz Konrad, zusammen telefoniert übers Wochenende, der hat das gleiche Problem. Und er ist ein werksunterstütztes Team, aber er kriegt selbst auch keinen 735er Restriktor von Lamborghini innerhalb von 4 Tagen, weil es gibt ihn einfach nicht. Habe ich jetzt mal gefragt, freundlich, ob wir dann halt einen kleineren Restriktor fahren dürfen. Heißt, weniger, also größerer Restriktor, mehr Leistung, weniger Leistung. Wir würden sogar damit weniger Leistung fahren, wie wir dürfen. Hauptsache, wir können fahren. Aber es kann sein, dass man sagt, nee, ihr müsst einen 735er Restriktor fahren, weil der ist halt vorgeschrieben. Und dann haben wir definitiv ein Problem. Klar ist, wir werden keinen 735er Restriktor kriegen von Lamborghini. Ist unmöglich. Unmöglich. Also ich reg mich da jetzt nicht auf oder sage, oh, das ist kundenunfreundlich. Kundenunfreundlich ist es gerade nur, dass wir was leisten sollen, was wir einfach nicht bekommen können. Vielleicht gibt es da ja eine Einsicht oder es ist einfach irgendwie möglich, weil wir wollen eigentlich nur fahren. Im schlimmsten Fall können wir dann doch nur freitags den ganzen Tag das freie Training nutzen, weil da musst du nicht regelkonform sein und dann war es das. Aber ich bin noch positiv, dass das funktioniert. Auto ist eigentlich soweit auch fertig. Gleich kommt unser Folierer des Vertrauens. Dann
ist der Wagen eigentlich, Flo, heute Nachmittag ready to race. Ja. Foliert mit Pflichtwerbung, die war ja noch nicht drauf. Es gibt ja sogenannte Pflichtwerbung, komme ich aber gleich dazu, wenn unser André von Folienberg da ist. Ja. Aber das ist so das Einzige, was gerade noch so ein bisschen uns ein bisschen dämpft. Ja, wie vorhin angekündigt, haben wir nur auf unseren Folierer gewartet. Und hier, André. Der möchte auch wieder erwähnt werden eigentlich. Weißt du, nach jedem Post oder so, was wir so posten, hättest du mich auch mal verlinken können und so. André von Folienberg, könnte mal, wo findet man dich eigentlich? Im Internet, ne? Im Internet, ja. at-folienberg.de oder at-folienberg bei Instagram. Das Auto wird jetzt heute foliert, wird heute Nachmittag irgendwann fertig. Ja, wie gesagt, Pflichtsponsoren, wie ihr hier seht. Da haben wir auch extra einen Beklebeplan. Das ist ja in der VLN alles vorgeschrieben, wie, wo, was hinzukommen hat. Ne? Das sind die ganzen Sponsoren, die muss jedes Auto drauf haben. Beziehungsweise das ist die Startnummer. Man braucht ja auch jedes Auto. Und dann sieht man ungefähr an einem Exempel, also einem Beispiel, dass es geklebt werden muss. Plus natürlich jetzt noch unsere Partner, Elten Sicherheit Schuhe, unseren Lamborghini Bangkok. Unseren Lamborghini-Partner aus Bangkok und unser Markus Kleins Automobile. Die kommen auf jeden Fall noch mit drauf. Das ist so der Plan. Das lasse ich halt immer noch offen, habe ich ja schon mal gesagt, ob wir jetzt noch auf den Prüfstand gehen oder nicht. Ich habe nämlich auch keine Lust, dass die Jungs jetzt hier mittwochs dann bis spät abends nachts auf dem Prüfstand hängen müssen. Und wie gesagt, das wäre nur eine Info für uns. Ändern können wir eh nichts. Und wir warten immer noch auf die Info von den offiziellen DMSB, ADAC, wie das mit der Restriktor-Gewichtsverteilung sein muss. Aber ich denke, am Mittwochmorgen ist das Auto erstmal entweder fertig für den Prüfstand oder kommt fertig zum Fahren. Es ist viel passiert. Wir haben Mittwoch vor dem Rennwochenende. Es hat sich einiges geklärt, noch nicht alles, aber wir sind hier schon in Aufbruchstimmung, wie ihr es vielleicht seht. Wir haben vorgestern dann die Info bekommen, welche BOP jetzt für uns greift. Und zwar sind wir jetzt genauso eingestuft wie ein aktueller Audi R8 GT3,
Sprich, wir haben jetzt doch wieder 38 mm Restriktoren, die wir eh schon zum Glück hatten. Aber das Leergewicht wurde auf 1310 Kilo angepasst. Mal schlanke 20 Kilo mehr, wie theoretisch noch bei VLN1 gefragt war. Haben die Jungs gemacht, haben dann auch nochmal vermessen, weil natürlich die Radlasten sich ändern, je nachdem mit dem Gewicht. Wir haben jetzt wieder mehr Gewicht auf der Beifahrerseite. Auspuffanlage ist auch noch gekommen heute Morgen. Die hängen wir jetzt rein. Wir gehen nicht mehr auf den Prüfstand. Ich kann euch mal die neue Auspuffanlage zeigen. Das Ding wird sich wahrscheinlich jetzt anhören wie so ein Fiat Cinquecento, 1 Liter. Das ist mal ein kompletter Ballermann. Wie heißt der Film? Hellboy, ne? Der hat doch so eine Granate hier, ne? Ja, hat die Firma Capristo uns noch upgraded. Sprich, wir haben jetzt nochmal hier einen Dämpfer. Und hier ein Dämpfer und das ist der große Fiat zugelassene Hauptcut und ein dickes Rohr. Wir schaffen es einfach nicht mehr jetzt auf den Prüfstand zu gehen, es ist viel zu viel hin und her. Wir müssen dann den kompletten Unterboden wieder abbauen. Wir verbauen die jetzt noch. Das Auto steht ja gerade schön da. Es wurde gerade ein Shooting gemacht, ne? Von dir sogar, Kevin. Ne? Ja. Der Folierer, der André, hat den fertig foliert. Was heißt fertig foliert? Ne? Das ist ja eigentlich unser Test. Wir wollten so die ganzen Tests fahren und haben jetzt gesagt, komm, machen wir unsere aktuellen Partner, machen wir auf jeden Fall noch drauf. Also hier Capristo, Markus Kleins, Automobile Elten, KW sowieso, Bolles Hörner sind auch drauf. Und dann kam die Idee noch, dass wir so ein bisschen orange machen, dass uns wenigstens die kleinen V-Klassen sehen, wenn wir sie versuchen zu überholen, dass wir nicht so ganz dunkel sind. Es hat jetzt nichts mit dem finalen Design zu tun, das ist einfach ein bisschen ansehnlicher. Und natürlich die Startmappen und die Seriensponsoren. Hier Vodafone, HR, ist auf jedem Auto drauf. Ja, es war definitiv entspannter wie das letzte Mal, weil es war keiner krank, außer ich bin aktuell mal wieder krank. Der Heiko hat versucht, Fahrrad zu fahren ohne Stützräder und ist irgendwie hingefallen. Er sagt zwar, es geht, aber es könnte von uns Fahrern diesmal besser sein. Also ich bin echt angeschlagen, habe so ein bisschen wieder Männergrippe. Dann soll es auch noch schneien am Samstag. Ja, das war wie gesagt mal wirklich eine entspannte Nummer, obwohl wir es kurzfristig entschieden haben, dass wir fahren. Weil wir natürlich auch sehr, 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 sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Und die BOP-Anpassung hat uns einen Tag mehr Arbeit gekostet. Das muss man hinkriegen. Also wenn man mit einem GT3-Auto starten will, egal ob kundenfreundlich hin oder her, das muss man als Team hinkriegen, ohne zu meckern, dass eine Woche vorher, sage ich mal, Kilos geändert werden oder. Und wenn es die Restriktoren auch gibt, dann ist das auch halb so schlimm. Und jetzt hoffen wir doch einfach, dass unser erstes Testrennen, wirklich Testrennen, das Auto am einem Stück bleibt, wir viele Runden machen können, wir relativ schnell an die Performance aufschließen können, wie wir es mit dem Renault die letzten 2 Jahre gemacht haben. Und dann bin ich eigentlich erstmal glücklich. Ne? Und dann ist Ostern, ne? Dann sind wir eh glücklich und suchen Ostereier. Wir sehen uns übermorgen beim nächsten Video, ne?